Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Partie in Arms. Wie man hier sieht, hat diesmal Ninja Rob einen Party Crash gewonnen. Wenigstens mal da, wo ich gut gewählt habe. Und wunderbar, bekommt man da jetzt irgendwas Besonderes nochmal dazu? Oder ist es nur so, ja, gewonnen und mehr nicht? Naja, ich habe ja Level 5 ja nur gemacht bis dahin, weil das reicht mir sogar schon. Danke, dass du mit Ninja Rob kämpfst. Ich glaube, das zeigt immer nur an, der halt gewonnen hat. Deswegen war das beim letzten Mal ein bisschen komisch gewesen, ne? Aber ja gut, diesmal hab ich's ja wenigstens gut hinbekommen. Beziehungsweise auch die ganzen Leute, weil es war ja global. So eine Art, irgendwie halt. Aber ja gut. Achso, hier haben wir wieder ein paar Buttons wieder freigeschalten. Du hast dich in deinen ersten Standardkampf gewagt. Zeit, neue Standards zu setzen. Du hast zum ersten Mal an einem Party Crash teilgenommen. Wie hat dir die Party gefallen? Du hast zum ersten Mal im Modus gegen Headlock gespielt. Hoffentlich bekommst du keine Albträume. Okay. Dein erstes Headlock-Handgemenge. Wenn du es schaffst, Headlock zu besiegen, kannst du alles schaffen. Du hast die Herausforderung Siegserie mit um 25% reduziertem KP bestanden. Du hast es drauf. Der Boden der Mausoleums konnte dir nicht standhalten. Wie gut, dass sich ein Trampolin darunter befindet. Im zweiten Party Crash hast du es auf Level 5 gebracht. Mit Benjara liegt man nie verkehrt. Okay, damit haben wir es jetzt auch endlich mal gebacken bekommen, ne? Finde ich schön. Ja, nochmal ein paar Arms-Münzen bekommt, also es lohnt sich auf jeden Fall dafür auch ins Arms-Depot zu gehen und das Schwert natürlich. Und eigentlich ist ja heute geplant, weil ich muss es endlich einmal gebacken bekommen, mal mit den anderen Charakteren mal zu kämpfen. Weil wir haben nämlich einmal Spring, ne? Und einmal Misango auf jeden Fall. Ah ne, wartet mal, wir haben ja noch gar nicht hier ein paar Informationen über den. Wo waren das? Ist irgendwo unter Hilfe. Jetzt weiß ich gerade nicht wo. Hier, Kämpfer. Einwandfrei. Nee. Wir machen erstmal Misango und dann im nächsten Part machen wir dann den guten Spring, ne? Na komm. Müsst doch gleich kommen. Nee, Lollapop ich ja auch noch gar nicht gemacht. Ach, egal. So, hier haben wir ihn, Misango, der Freigeist. Wenn Misango seine Arms auflädt, verleiht ihm seine geisthafte Begleiter je nach Farbe eine andere Kraft. Der rote Geist ermöglicht es, Misango Schläge einzustecken und sich von der Stelle zu bewegen. Misango geht während eines Spezialangriffs automatisch in Deckung, wenn der gelbe Geist ihm seine Kraft überträgt. Überträgt der blaue Geist Misango seine Kraft, wird Misango schneller. Okay. Bleibt Misango für kurze Zeit in Deckung, verwandelt sich sein Geisterfreund in eine schützende Maske. Also eine ein Doppelblock oder was? Oder wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Okay. Nutze die Säulen und das abschüssige Geländer der Tempelanlage zu deinem Vorteil. Okay, danach kommt dann Spring. Ne, den machen wir dann halt, wie gesagt, im nächsten Part. Ich bin mal gespannt, wie sich der so spielt. Wir gehen direkt in den Standardkampf, weil Misango hat ja sogar auch verschiedene Farben. Ich nehme jetzt mal irgendwo eins. Oh, das sieht voll nice aus. Das sieht voll nice aus. Okay, mal schauen, wenn es gerade nicht so lange dauert, dann passt's. Falls ja, müsste ich schneiden, ne? Aber das ist mal so. Bin mal gespannt, wann dann das nächste Party Crash ist. Und, naja, geht, 2 gegen 2 geht noch. Das geht wenigstens noch. Aber dann alle einzeln, 4 oder 3, das ist so lächerlich. 1 gegen 1 ist immer am besten. So, was nehmen wir denn hier? Keine Ahnung. Nehmen wir mal Onitotox und Scorpio. Wird schon schief gehen. So. Machen wir mal. Was war denn das gerade?
Okay, ich hatte gerade kurz eine gelbe Macht von dem Geist gehabt. Wie ein Doppelblock quasi. Ja, als ob. Er fängt ja richtig gut an, ne? Ich hab noch nicht mal die Chance. Hallo? Was ist denn das für eine Verarsche? Ey, ich habe überhaupt keine Chance. Wie lächerlich ist denn das? Ja, wie lächerlich ist denn das? Ey, wenn er das noch gebacken kriegt, ne? Das sehe ich ja mal überhaupt nicht ein. Ich will auch meine Ultima mal voll kriegen, ne? Ey, das kann nicht sein. Ey, das kann nicht sein. Komm, bitte. Bitte, bitte, bitte. Mach was, mach was. Komm, du kannst es schaffen. Du kannst es schaffen. Komm, ich glaube an dich. Pippengirl. Oder der sogenannte Typ, der gerade Pippengirl spielt. Weich wenigstens aus. Ja, komm. Wenigstens von den KP her. Du hast mehr KP als er. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, Alter. So hätte ich es auch gemacht, noch versucht, wenigstens auszuweichen. Wenn man dann so von sich selber denkt, nee, das wird nichts mehr, dann weiche ich lieber aus und mache Zeitspiel. Und es hat sich sogar sehr gut ausgezahlt. Ja, richtig geil. Nice. Richtig nice. So, ich glaube, dann nehmen wir mal eine andere Farbe. Das war gerade rechts, jetzt nehmen wir mal links. Und es war keine gute Entscheidung. Das sieht komisch aus. Naja, gut, egal. Jetzt auch noch ein 1 gegen 1. Normalkampf war das jetzt gewesen, ne? Das war jetzt kein Minispiel oder sonst irgendwas gewesen. Das war ja normal, ne? Ja, gut. Ah, in dieser normalen, komischen Box-Arena nenne ich es jetzt einfach mal. Nehmen wir mal Blobber und bleiben wir mal bei Xorbio. Mal schauen, ob das was bringt mit diesem Blobber. Das ist genauso wie bei Helix und wie diese komischen Dinger da, die ich nicht so mag. Habe ich ja Doppelblockade eigentlich sogar. Oh, das war richtig scheiße. Okay. Ich bewege mich irgendwie die ganze Zeit auch etwas mit. Das kommt ein bisschen komisch rüber. Ey, komm, das war richtig dämlich. Ja, ey. Dieses Grappen ist so richtig nervig. Ja, ist klar. Lass mir keine Chance, ne? Ich hab noch nicht mal getroffen. Wie dämlich. Ey, Mann, ey. Ja, genau. Ja. Nö. Nö, überhaupt nicht verdient. Überhaupt nicht verdient. Ich konnte zwar ab und zu mal schlagen, da hatte ich wenigstens die Chance dazu. Aber das war richtig behindert. Nee, nee, nee. Dann machen wir mal noch eine Runde. Machen wir noch eine Runde und dann passt das schon. Und das geht wenigstens schnell. Ich wollte eine andere Farbe auswählen, scheiße. Ah, Mann, ich habe zu viel geredet. Ich habe mich jetzt auch nicht so krass konzentriert und dann ist auch noch ein Dreier, ey. Oh, das ist... Ah, nee, warte mal, das Headlock, ne? Nee, dann weg mit dem Blobber und ich mache wieder die Kombination. Ah, nee, das ist dieses Headlock-Handgemenge. Ja, gut ausgenutzt. Nö, das war's auch schon wieder. Ja, ey, was für ein Betrug ist denn das hier? Ja, ey. Ey, das ist wirklich zum Kotzen, ne? Ja, natürlich.
Ja, perfekt ausgewichen auf jeden Fall. Ja, ist klar, Mann. Drecksbetrug, Alter, was soll das Scheiß? Der ist doch tot, warum werde ich noch mit dem anvisiert? Na komm. Ja, klar. Sehe ich ja mal überhaupt nicht ein, was soll denn der Scheiß? Drecksbetrug, Alter, ey. So eine Rotze. Nee, komm halt dein Maul. Ey, das ist so richtig widerlich. Naja, gut, dann lassen wir das schon mal sein, ne? Nee, komm. Weg damit. Und ja, wenn es euch trotzdem gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis dahin und eine Party in Arms. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Macht's gut.